Früher hat man einfach, ich sag mal, Kalorien gezählt und Sport gemacht, also auch wieder Kalorien verbrannt und man hat abgenommen. Mittlerweile merken viele, sie haben tolle Anfangserfolge und dann geht die Bremse rein, weswegen der Körper an diese Depots ungern, sage ich jetzt mal, am liebsten gar nicht dran geht. Und das macht es so schwierig zum Abnehmen, denn das, was heute normal ist, was die da draußen alle essen, ist nicht natürlich. Hallo und willkommen zu Primal Lifestyle. Ich bin Ovi, dein Primal Coach. Heute gibt es mal ein anderes Format. Wir machen ein Interview und zwar mit dem Säurebasenexperten Roland Jentschura. Okay, höchstpersönlich. Deine Familie beschäftigt sich schon seit über 40 Jahren mit dem Thema Säure, ja, Säurebasenhaushalt. Ich stelle ihm einige Fragen, speziell in Bezug auf das Abnehmen. Möchtest du dich vorher selbst mal kurz vorstellen? Ja, deine oder andere kennt dich ganz sicher, auf jeden Fall auch von YouTube und so. Aber bitte. Ja, wie gesagt, der Roland Jentschura, bin selber zu dem Thema gekommen, als ich 15 war. Heute bin ich 50, ja, Ende des Monats 51. Ja, mit 15 hatte ich ordentlich Neurodermitis. Das ist meine Veranlagung. Und habe natürlich überhaupt nicht verstanden, woher das kommt. Bin zum Hautarzt, hat auch so keine Verbindung gesehen, hat mir einfach nur Cortison verschrieben. Das hat kurz geholfen, aber danach war es doppelt so schlimm. Und so bin ich im ersten Schritt mal auf die Ernährung gekommen, wo man sehr viel für seine Haut tun kann. Und letztendlich steckt auch dahinter der Säure-Basen-Haushalt. Das war mein persönlicher Einstieg. Ansonsten ist es aber auch eine Familientradition, geht zurück auf Oma mit ihrer ersten Drogerie, aber so eine richtige Drogerie mit Kräuter, Tees, Pflanzen und Jahrhunderte bewährter Naturheilkunde. Und auch mein Vater ist gelernter Drogist und das ist unser Familienthema, Gesundheit, Säure-Basen-Haushalt. Super, danke. Gleich mal zum Thema, dass wir gleich einsteigen, der Säure-Basen-Haushalt, dieser Begriff wird wahrscheinlich nicht jedem etwas sagen, ja, vor allem vielen Männern nicht. Ich habe hier auf meinem Kanal hauptsächlich Männer. Ja, es geht bei mir um das Thema Ernährung und Bewegung aus einer steinzeitlichen Perspektive. Und hier habe ich einfach gesehen, auch in der Statistik, dass halt Männer für dieses Thema ein bisschen empfänglicher sind, Frauen ein bisschen weniger. Aber deshalb einfach mal kurz, was ist denn der Säure-Basen-Haushalt? Was macht ihr? Ja, alles im Körper ist pH-Wert gesteuert. Und dafür haben wir ein ganzes System aus Enzymen, Mechanismen und Organen, die in allen Geweben im Körper dafür sorgen, dass die jeweils spezifischen pH-Werte eingehalten werden, sprich gesteuert werden. Dafür haben wir diesen sogenannten Säure-Basen-Haushalt. Okay, interessant. Jetzt sind viele der Meinung, dass sowas wie eine Übersäuerung gar nicht existiert, dass das gar nicht wirklich so ist, dass man gar nicht übersäuern kann. Ja, Säure-Basen-Haushalt, eher nur ein Mythos, dass man diesen ausgleichen soll. Woher kommt das eigentlich? Warum ist hier eigentlich so diese Meinung so gespalten bei vielen? Ja, wo fange ich da an? Also der Punkt ist mit diesem Übersäuert. Wir haben viele Diskussionen, natürlich auch mit den vermeintlichen Spezialisten, mit den Ärzten, mit den Medizinern. Und das, was die zu Recht gelernt haben, ist die sogenannte Azidose. Das ist, wenn das Blut übersäuert. Ja, das Blut muss immer basisch sein im Bereich von 7,35 bis 7,45. Und wenn es diesen Bereich verlässt, dann wird es sehr schnell sehr tödlich. Und deswegen ist es genau das, was die Mediziner gelernt haben und deswegen sträuben sie sich so ein bisschen gegen diesen Begriff, weil sie sagen, nein, das Blut, das kann nicht übersäuern, das kann es natürlich, aber dann bin ich tot. Aber wovon wir hier eher reden und was wir meinen mit diesem Übersäuert, ist die chronisch, also das ist ein Zustand von Monaten, von Jahren, die chronisch latent heißt so viel wie versteckt, also eben nicht messbar, weil das Blut muss basisch bleiben, also die chronisch latente Übersäuerung, die nicht so messbar im Blut stattfindet, sondern in den Geweben. Da haben wir diese ganze Problematik, diese lokale Gewebsübersäuerung. Hier ist zu differenzieren
Und ja, da ist einfach schlichtweg meine Feststellung, das haben die wenigsten Ärzte so gelernt. Und von daher tun sie sich schwer mit diesen Begriffen, aber der Begriff Übersäuerung, einfach auf gut Deutsch, macht es der breiten Masse sehr gut verständlich, dass der Körper da durchaus übersäuert ist. Super. Und was wären so Symptome? Ja, weil viele können sich vielleicht immer noch nicht so viel darunter vorstellen. Wann spricht man von einer Übersäuerung? Gestern haben wir gehört, Hautbild und so weiter, aber vielleicht auch der Gefühlszustand, wie man sich fühlt, körperlich auch und so. Einfach die wichtigsten Symptome mal. Da gibt es natürlich ganz viele, wenn der Körper nicht im Gleichgewicht ist, da gibt es sicher viele Symptome, das ist eh klar. Aber vielleicht die markantesten, wo man selbst gleich an sich entdecken kann, okay, ich bin übersäuert. Ja, also relativ frühe Symptome sind Durchblutungsstörungen, weil das Blut, wenn es in die saure Richtung geht, halt verklumpt, dickflüssiger wird und schlechter fließt. Also Durchblutungsstörung, kalte Hände, kalte Füße, das sind so relativ frühe Symptome. Das Ganze geht auch, genau wie du richtig sagst, auf die Stimmung. Dann geraten viele vom Blut aus in den Rückstau. Das betrifft dann das Bindegewebe, auch genau dein Thema, wo auch Messungen, Untersuchungen, Studien stattgefunden haben, dass dort dann in der Muskulatur, aber auch in sämtlichen anderen Bindegeweben, die wir ja im ganzen Körper haben, dieser Rückstau stattfindet und diese lokale Übersäuerung dann stattfindet. Das merken Sportler dann, dass der Muskel brennt. Das ist ein Thema, dieses Muskelbrennen ist dann beim Sport ein Symptom. Da schlägt er Alarm, dass sehr viele Säuren unterwegs sind, weil, wie gesagt, das Blut muss immer basisch bleiben. Hat man schnell durch Übertraining, genau, aber dieses so ein chronisches Übertraining, da schwächt es dann auch wirklich die Gewebe. Da merkt man dann immer mehr Muskelkater, später dann auch immer mehr Muskel, das sind ja Verletzungen, über den Muskelkater drüber hinaus, dann Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, immer mehr Verletzungen, immer schlechtere Regeneration, aber das sind dann so Symptome, die durchaus schon fortgeschritten sind, weil das Gewebe immer weiter geschwächt wird. Das ist das so, was innen passiert. Dann, wie gerade schon gesagt, und was auch meine Veranlagung ist, der Körper versucht natürlich, die Säuren auszuscheiden. Aber was Niere, Darm, Lunge, Leber, Lymphsystem nicht schaffen, geht dann je nach Veranlagung massiv über die Haut. Da schwitzen viele bis zur Neurodermitis. Viele haben Pickel und Akne oder Schuppen und Schuppenflechte. Das sind so die Mechanismen, wie die Haut dann versucht, uns zu helfen. Ja, was nicht ausgeschieden werden kann, muss dann neutralisiert werden. Zunächst, wie gesagt, puffert das Bindegewebe, dann sinken dort die pH-Werte, macht Schmerzen, macht dieses Muskelbrennen, macht dann aber auch chronische Schmerzen in Richtung rheumatischer Erkrankungen, die auch immer mit Schmerzen verbunden sind. Entzündungen, genau richtig, die Entzündungen kommen dazu. Und dann werden in den verschiedenen Geweben im Körper Mechanismen aktiv, um die Säuren zu neutralisieren. Was zum Beispiel sehr gut erforscht ist, ist der Knochenstoffwechsel. Unterhalb von einem pH-Wert von 7,2 werden die knochenklauenden Osteoklasten aktiv und bauen ganz gezielt Knochensubstanz ab, setzen dort Calcium und Phosphat frei für die Blutpuffer oder überhaupt für die Puffer. Systeme, um die Säuren zu neutralisieren. Das heißt, diese ganze Entmineralisierung, was uns ja verkauft wird als Alterungsprozesse, das sind Symptome der Übersäuerung. Es geht uns an die Haare, es geht uns ans Bindegewebe, es geht uns an die Knochen, es geht uns an den ganzen Bewegungsapparat, wie gesagt, mit immer mehr Rissen. Und ja, Zähne sind auch ein Mineralstoffdepot. Hier wird überall entmineralisiert. Und die dann entstehenden Salze, ja, Säure plus Mineralstoff macht ein Salz. Und wenn das nicht ausgeschieden werden kann, geht das zusammen mit Wasser und Fett richtig hartnäckig ins Gewicht. Das merken viele. Früher hat man einfach, ich sag mal, Kalorien gezählt und Sport gemacht, also auch wieder Kalorien verbrannt. Und man hat abgenommen. Mittlerweile merken viele, sie haben tolle Anfangserfolge und dann geht die Bremse rein.
Weil in diesen sogenannten Schlacken, Thema für sich, in diesen sogenannten Schlacken, in den Problemzonen, in den Depots, gerade mal im viszeralen Fett, auch unwahrscheinlich viele Säuren und auch Schadstoffe gespeichert werden. Also das ist so, wie gesagt, die eine Gruppe ist mal die Ausscheidungsproblematik über die Haut. Dann sprechen wir von Strukturverzehrern, wo es aus Haut, Haaren, Fingernägel, Knochen und Zähnen die Mineralstoffe rausholt zum Säureneutralisieren. Und wenn sich die entstehenden Salze ablagern, dann sind das Verschlackungen im viszeralen Fett, überhaupt in den Problemzonen. Dann aber auch zum Beispiel in den Nieren mit Nierensteinen oder Blasensteinen, in den Adern mit Arteriosklerose oder in den Gelenken in Form von Gicht. Nur, dass man so ein paar Beispiele hat für diese Ablagerungen. Sehr interessant. Du hast da einen ganz interessanten Punkt erwähnt. Ablagerungen im Fettgewebe, im viszeralen Fett, im Bauchfett, da sind wir eh schon beim Thema. Ja. Säure-Basen-Haushalt in Bezug auf das Abnehmen. Ja. Wie du gesagt hast, früher einfach nur Kalorien zählen, dann hat es meistens eh schon geklappt. Aber viele können jetzt einfach nicht mehr abnehmen, auch wenn sie weniger essen. Und das unter anderem durch diese Ablagerungen. Auch. Wie beeinflusst der Säure-Basen-Haushalt noch das Abnehmen oder wie kann es das Abnehmen bremsen? Ja, sind zwei Mechanismen. Der erste dreht sich mal darum, dass ja das Blut basisch bleiben muss, aber die Fettverbrennung bzw. die Zwischenstufen der Fettverbrennung sind saurer Natur. Und da ist ein Selbstschutzmechanismus, ein Rückkopplungsmechanismus, wenn dort zu viele Säuren entstehen, bremst der Körper die Fettfreisetzung schon in den Adipozyten, die Fettfreisetzung und die Fettverbrennung, alles das wird gebremst durch den pH-Wert. Auch das ist so, wir haben gerade über die Knochen gesprochen, das pH-Wert gesteuert, aber auch die Fettverbrennung ist pH-Wert gesteuert. Wenn wir übersäuert sind, wird die ganz normale Fettverbrennung lahmgelegt. Genau so ist das. Das ist der eine Mechanismus mal, nur über die pH-Werte. Und ja, doppelt erschwerend kommt hinzu, dass natürlich in den Fettdepots, und das wissen wir auch von sehr, sehr vielen Studien, wenn stark Übergewichtige sehr schnell abnehmen, sind im Blut messbar unwahrscheinlich viele Umweltschadstoffe, Gifte, Schwermetalle, Pestizide messbar, die in diesen Fettdepots gespeichert waren. Und das ist natürlich auch ein Grund zum Selbstschutz, weswegen der Körper an diese Depots ungern, sage ich jetzt mal, am liebsten gar nicht dran geht. Und das macht es so schwierig zum Abnehmen. Tolle Anfangserfolge. Und dann geht aus diesen zwei Gründen die Bremse rein. Wie gesagt, es geht immer darum, das Blut muss basisch bleiben. Du hast gestern ganz was Interessantes gesagt. Und zwar, da hast du ja über die Steinzeit geredet und so. Und da hattest du mich schon, ja. Okay. Da habe ich schon diesen Gedanken gehabt, Interview und so, das würde gut passen. Du hast ja gesagt, das ist ja der Grund, warum heutzutage sehr viele Leute übersäuert sind, weil wir zu wenig Gemüse essen. Ja, wir haben uns früher hauptsächlich von sehr vielen Pflanzen ernährt, ja, Wurzelgemüse und so weiter, und das haben wir heute ein bisschen weniger. Ja, du hast gestern auch gesagt, 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, ja, das haben die wenigsten. Ja. Das war auch ganz interessant, was du gesagt hast, 10% ungefähr oder 10-15% der Deutschen essen das im Schnitt, das ist sehr wenig, wirklich, ja. Und 5 Portionen hat man eigentlich schnell beisammen, aber trotzdem sehr wenig. Also 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, sowas, ja, nicht zu viel Fructose. Dann habe ich die Frage schon selbst beantwortet. Dann gehen wir zur nächsten Frage über. Ja. Das ist auch genau meine Empfehlung. Ja, ja. Viel mehr Gemüse essen, viel mehr Gemüse, den Rest macht dann der Körper selber. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Was gibt es neben einer modernen, ungesunden Ernährung, was gibt es noch für Ursachen für eine Übersäuerung? Die 5 Hauptverursacher der Übersäuerung ist natürlich ganz klar vorneweg die Ernährung. Denn das, was heute normal ist, was die da draußen alle essen, ist nicht natürlich. Also von daher, genau wie du das empfiehlst, viel mehr Gemüse, gutes Gemüse. Nicht das billige Zeug, sondern das Gute. Ja? Also
Ernährung ist eine Hauptverursacher der Übersäuerung. Dann kommt Bewegungsmangel dazu. Bei Bewegungsmangel, wenn wir zu viel rumsitzen, was der Körper auch nicht kennt seit Jahrtausenden, haben wir insbesondere in unseren Beinen nicht die Durchblutung, die wir bräuchten, dass der erforderliche Sauerstoff, die Nährstoffe nachgeliefert werden. Und dass die immer entstehende Kohlensäure, Milchsäure, Harnsäure, Essigsäure, dass die sauren Stoffwechselendprodukte abtransportiert werden. Daher kommt auch der Spruch, Sitzen ist das neue Rauchen. Es ist für den ganzen Körper, aber insbesondere für unsere Beine echt schädlich. Das haben die wenigstens so auf dem Schirm. Wenn wir das jetzt noch kombinieren, dieses Rumsitzen, wo wir in den Geweben übersäuert und unterversorgt sind, ja, auch schon aufgrund der Ernährung übersäuert, unterversorgt. Wenn wir jetzt schauen, das zu kompensieren mit möglichst viel Sport, ja, den ganzen Tag rumgesessen, schlecht gegessen und heute Abend mal eben kurz 5 oder 10 Kilometer gerannt, ja, was vom Prinzip her gut ist, aber nicht mit der falschen Ernährung und nicht auf Basis von Bewegungsmangel, weil dann sind wir, wie gesagt, unterversorgt, übersäuert, ja. Da bleiben ganz, ganz viele auf der Strecke, weil sie den Sport übertreiben, weil wir wissen ja, hey, Sport kostet auch wieder Vitalstoffe, Mineralstoffe, die wir ausschwitzen, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, die wir verbrauchen und es entstehen viele Säuren, dann kommt das leider auch noch dazu. Ja, dann haben wir heutzutage leider eine konsequent saure Körperpflege. Entschuldigung, völlig falscher Weg, auf dem wir da sind. Die Haut ist ein Ausscheidungsorgan, will Säuren ausscheiden, wir pflegen uns sauer. Total unlogisch, Entschuldigung, ja, bitte mal drüber nachdenken. Und ja, der letzte Punkt ist noch Stress, Schlafmangel, hin und her, diese ganzen Dinge mit den Stresshormonen, die uns auch wieder in die Übersäuerung schicken, sind das so die 5 Hauptursachen. Ich könnte jetzt noch sagen, aber das habe ich bei der Ernährung immer so dabei, die ganzen Medikamente und was wir sonst noch heute so lutschen wie Bonbons und immer einschmeißen, hat natürlich mit Schmerztabletten und so weiter, Entschuldigung, das hat auch Konsequenzen, das kostet uns auch wiederum Mineralstoffe, Vitamine, also Basen zur Verstoffwechslung und so wie Acetylsalicylsäure, Aspirin, Entschuldigung, wir schlucken die pure Säure. Ja, und alles das hebelt uns einfach aus der Balance, das sind alles Dinge, die der Körper so seit Jahrtausenden nicht kennt. Jetzt ist da draußen der eine oder der andere, der sich jetzt denkt, boah, so wie ich lebe, bin ich wahrscheinlich übersäuert, auch wenn er vielleicht nicht jetzt die stärksten Symptome hat. Was würdest du ihm raten? Ja, so nicht gleich mal irgendwie eine ganze Kur machen, sondern zunächst mal, was wären die ersten Schritte zu einer Entsäuerung, ja, zu einer basischeren Lebensweise? Also eigentlich so ganz, ganz fantastisch, was du schon gesagt hast. Was sind die ersten Schritte? Halt die Schritte. Dass ich echt in Bewegung komme, weil als erstes brauche ich, damit sich überhaupt irgendwas tut, damit ich alle Billionen Zellen im Körper erreiche, brauche ich einfach über den Tag diese 10.000 Schritte. Perfekt, ey Leute, kommt in Bewegung. Da möchte ich nur kurz was sagen, weil das letzte Video, da ist es ja darum gegangen, du sollst mehr gehen, ja? Ja, da habe ich über die 10.000 Schritte, 7.500 und so, auch empfehlenswert. Genau, sieh dir das letzte Video an, sonst, wenn du da wirklich ein bisschen Motivation fürs Gehen brauchst, ja. Ansonsten gebe ich wieder weiter. Nein, also das Gehen ganz wichtig, dann auf jeden Fall viel mehr Wasser trinken, sich so gesunde Rituale angewöhnen, ne? Morgen schon mal ein großes Glas Wasser, über den Tag irgendwie so 2 Liter Wasser und wenn ich dann sage, so jetzt habe ich schon mal viel mehr Gemüse gegessen, ne? Viel mehr Salat, Gemüse, Nüsse, Kräuter, Gewürze, ey, die Natur bietet so viel, immer rein, rein, rein und achtet generell auf die Qualität, auch wenn ihr meint, ein Stückchen Fleisch, hey, kein Thema, aber achtet bitteschön, achtet auf die Qualität, egal was ihr esst. Ne? Es ist nur dieser eine Körper und ich würde ihn nicht falsch betanken. Also achtet auf die Qualität und dann habe ich schon mal die Basis. Als nächstes kommt natürlich Sport. Die nächste Empfehlung ist dann Sport, aber wenn ich Bewegung, Trinken, die gute Ernährung, vielleicht auf den Tag-Nacht-Rhythmus schon mal achten und so. Aber das sind so relativ einfache Dinge, wo ich schon mal darauf achten kann, dass es in die richtige Richtung geht. Super. Gut, wahre Worte. Ja. Ja, so ist es. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der sagt, okay, aber ich bin so stark übersäuert, ich brauche da irgendwie was anderes. Ich brauche da irgendwie eine Komplettsanierung. Ja, sowas in die Richtung. Jenjura hat ja seit langem sehr viele Produkte am Markt, ja, alles Richtung Säure-Basenhaushalt ausgleichen. Wir müssen hier nicht über alles reden, weil ich werde eh alles verlinken, auch deine Seite, auch deine Produkte und sowas, ja. Aber was würdest du ihm empfehlen, was für eine Art von Kur oder so könnte er machen?
Ja, wenn jetzt jemand dann ein bisschen über die Symptome, hartnäckige Gewichtsprobleme, irgendwo schon Ablagerung, hoffentlich nicht schon Gicht oder irgendwo Steine, Nierensteine, Blasensteine, also ne, je früher wir gegensteuern, desto besser ist natürlich das Ganze. Und wie gesagt, auf der Basis von viel Bewegung, viel Trinken und richtig gutem Essen, dass wir da sagen, wir machen mal wie so einen Ölwechsel und holen da den Sand aus dem Getriebe, diese abgelagerten Säuren und Schadstoffe. Das sind für euren Körper immer drei Schritte. Der erste Schritt ist, es einfach nur zu lösen. Und da kennen viele vielleicht den Spruch, gegen alles ist ein Kraut gewachsen. Da arbeiten wir seit guten 30 Jahren mit einem Tee. Ja, das ist der Tee. Seit 30 Jahren sehr gut bewährt, darf ich sagen. Ein bisschen Respekt davor, weil er räumt auf. Und danach ist es wichtig im zweiten Schritt, dass was der Tee da wieder in Bewegung bringt, diese hartnäckigen Figurprobleme, das ist gerade so Stichwort viszerales Fett und so weiter, das was der Tee da in Bewegung bringt, dass wir das neutralisieren zum Schutz der pH-Werte. Die Mechanismen dazu haben wir, wie gesagt, die Puffersysteme, die Organe und so weiter, bloß die sind, weil viele sich lange nicht so natürlich ernährt haben, nicht so vitalstoffreich, basenüberschüssig ernährt haben, sind viele dort unterversorgt, deswegen ist es wichtig, dass wir den Körper da unterstützen. Basis, die gute Ernährung, dann ordentlich Wurzelkraft obendrauf. Die meisten sind am Anfang zum Aufladen im Esslöffelbereich. Auch gerade, wenn ich an den Hochleistungssport denke. Wir haben sehr, sehr viele. Wir rüsten zum Beispiel seit nächster Saison haben wir 15-jähriges Jubiläum, dass wir den ÖSV beraten und ausrüsten. Und die meisten, die zu uns kommen, ja, da hat es ein bisschen gedauert, bis sie es verstanden haben, sage ich jetzt mal so. Mittlerweile ist es deutlich besser geworden. Ich sehe es einfach am Material, was durchgeht. Ne? Aber am Anfang war das so, die meisten waren da ziemlich leer, echt ausgepowert. Und da müssen wir die aufladen, echt mit Esslöffeln. Also das, was der Tee löst, wird mit Hilfe der pflanzlichen Vitalstoffe, also das ist ein ganz natürliches, biologisches Pflanzengranulat, wird mit deren Hilfe durch mein Säurebasenhaushalt verstoffwechselt. Und dann schauen wir zu, dass das rauskommt. Die Organe kommt da auch schon wunderbar in Schwung. Aber da machen wir insbesondere noch schön Fußbäder, Vollbäder und nutzen die Haut als Ausscheidungsorgan, um das mal richtig auszuleiten, rauszuholen, mal ein Fußbad, mal ein Vollbad, mal ein Wickel, mal ein Peeling und mit dem Salz auf der Haut in die Sauna, also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das ist so der Kern, lösen, neutralisieren, ausscheiden. Das ist im übertragenen Sinne wie so ein Ölwechsel für den Körper. Ja, so läuft's. Klingt gut, ja. Jetzt hast du einen Plan, ja. Super. Okay, dann haben wir soweit. Roland, ich bedanke mich für das Interview. Ja, hat auch gar nicht so lange gedauert, wie wir geglaubt haben. Ja, hast dich kurz gehalten. Super, da gibt es natürlich noch viel mehr drüber zu reden. Ja, und wenn dich das Ganze interessiert, dann sieh dir unten seine Website an. Ich verlinke dir auch den YouTube-Channel, da hast du auch ganz viele Videos. Ja, da sind einige gute Videos. Okay, dann kannst du genug sehen. Ich verlinke dir jetzt gleich hier ein paar Videos und in diesem Sinne sage ich alles Gute mit den Tipps heute und bis zum nächsten Mal.